Hallo zusammen, ich bin der Max Boss. Ich betreibe mit meinem Vater und meinem Bruder einen Gemüsebaubetrieb im Nürnberger Norden in Almershof. Wir produzieren auf einer Fläche von ca. 30 Hektar im Freiland Eisbergsalat, 4 Hektar ca. Rettich. Dann haben wir noch eine Chicory-Treiberei mit 3000 Quadratmeter und wie man hier schön sieht, ein Erdbeergewächshaus mit ca. 1,8 Hektar Kulturfläche. Außen gegenüber vom Gewächshaus stehen noch 4000 Quadratmeter Tunnel und in einem Ort etwas weiter entfernt steht noch ein Gewächshaus mit ca. 3000 Quadratmeter. Dort produzieren wir von Mitte Mai bis Ende Juni Himbeeren. So, wie ihr seht, sind wir jetzt mitten im Gewächshaus in einer Reihe. Das ist die Sorte Verity. Das ist eine remontierende Sorte oder auch Juniträger nennt man die. Das heißt eben, die Erdbeere oder die Pflanze schiebt immer wieder Blüten nach. Es ist nicht so wie bei den normalen Sorten, wo man kennt. Die blühen einmal, die Blüten werden bestäubt, werden zu Erdbeeren, werden abgeerntet und das war's. Sondern bei den Juniträgern ist es so, die schieben auch nach der Ernte immer wieder Früchte nach, beziehungsweise Blüten nach, wo zu Früchten werden. Hier auf der Fläche haben wir jetzt im ersten Abteil, das sind 6000 Quadratmeter, im Schnitt 30.000 Erdbeerpflanzen. Wie man hier ganz gut sieht, sind es immer zwei Pflanzen pro Topf. Im Frühjahr pflanzen wir meistens vier Pflanzen pro Topf. Einfach aus dem Grund, weil hier die Pflanze viel länger steht und eben immer mehr Blätter und Früchte bekommt, weil es eben diese Juniträger sind. Und im Frühjahr habe ich eben das Problem nicht, weil ich da Sorten anpflanze, die einfach einmal blühen und einmal geerntet werden und dann fertig sind. Genau. Gut, also jetzt zeige ich euch mal, wie man die Erdbeere erntet. Bei uns läuft alles noch händisch ab. Ich habe hier meinen Karton mit den Schalen drin. In die wird händisch gezupft. Wenn der Karton voll ist, wird er gewogen. Und hier sind quasi 10 Schalen mit je 500 Gramm. Also 5 Kilo soll der Karton am Schluss haben. Wir ernten immer auf 5,2 Kilo, einfach um zu vermeiden, dass wirklich Untergewicht in einer Schale ist. Die Erntehelfer gehen dann hierher und zupfen wirklich hier händisch die Erdbeeren, wo schön sind, ab und legen die hier in die Kiste. Und eben wie gesagt, am Schluss wird es dann gewogen und so dann eben palettiert. Auch die Hitze, die wir die letzten Tage hatten, setzt den Erdbeeren ziemlich zu. Also man meint vielleicht, die Erdbeeren mögen die Hitze und das warme Wetter. Aber das ist auch den Erdbeeren irgendwann zu warm. Und um dem eben entgegenzuwirken, haben wir, wie man jetzt hier ganz gut sieht, unsere Hochdrucknebelanlage. Hier wird mit ca. 100 Bar Wasser durch die ganz kleinen Düsen gepresst, um so eben einen Nebeleffekt zu erzeugen und einfach die Luftfeuchtigkeit konstant zu halten. Und zu schauen, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu stark abfällt. Ein schöner Nebeneffekt ist dazu noch, dass eben der Nebel gleichzeitig das Gewächshaus kühlt. Wenn ich jetzt keine Nebelanlage hätte, wäre es hier sicher 3-4 Grad wärmer, wie es jetzt eben ist. Und die Luftfeuchtigkeit wäre sicher um 20-30% geringer. Zusätzlich haben wir ca. Mitte April noch unsere Fensterscheiben schattiert. Das einfach aus dem Grund, dass die Sonnenstrahlen gebrochen werden und nicht einfach ohne alles auf die Erdbeeren, auf die Blätter brennt. Jetzt sind wir hier kurz vor unserem Kühlraum. Das ist jetzt ein Teil unserer heutigen Ernte. Wir haben insgesamt ca. 1 Tonne geerntet, so knapp 200 Kisten. Und da ihr jetzt auch einen Einblick in die Erdbeere oder in den Anbau der Erdbeere bekommen habt, achtet vielleicht beim nächsten Kauf in dem Supermarkt drauf, dass die Erdbeeren regional hier aus der Gegend kommen, und lasst euch die Erdbeeren schmecken. Mache ich jetzt auch.